Heute geht es um den Equalizer. Was genau sind Tiefen, Mitten und Höhen? Schauen wir uns erstmal den Frequenzbereich eines Lautsprechers an. Grob unterscheidet man im Frequenzbereich zwischen Tiefen, Mitten und Höhen. Was der Frequenzbereich bedeutet, habe ich in einem anderen Video erwähnt. Okay, also. Tiefe Frequenzen können zum Beispiel Bässe sein, Töne von einem Schlagzeug oder ein Dröhnen. Mitten können sein Stimme, Gesang, Sprache und so weiter. Der Mensch ist in diesem Frequenzbereich am empfindlichsten. Das heißt, wenn man die Mitten verstärkt, empfindet man die Musik allgemein als lauter. Und zum Schluss kommen die Höhen. Das sind zum Beispiel Zischgeräusche, Pieptöne, die Töne von einer Hi-Hat und so weiter. Hochfrequenzen lassen sich in der Regel besser abschirmen als tiefe Frequenzen. Wenn ihr zum Beispiel eine sehr basslastige Musik hört, dann ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt viel höher, dass sich der Nachbar beschwert, als wenn ihr zum Beispiel euch eine A Cappella anhört. Aber was macht nun ein Equalizer? Nun, ein Equalizer ist ein Filter, der je nach Einstellung bestimmte Frequenzen verstärkt oder dämpft. Wir können mit dem Equalizer zum Beispiel die tiefen Frequenzen verstärken. Das würde zum Beispiel so aussehen. Wie sich die Einstellung an dem Equalizer konkret auswirkt, zeige ich euch anhand dieses Beispiels. Um den Unterschied zu hören, bitte Kopfhörer verwenden oder einen guten Lautsprecher. Ich hoffe, man hat den Unterschied gehört. Wenn wir die Tiefen verstärken und die Mitten und Höhen abschwächen, dann hört es sich so an, als ob unser Nachbar zu laut Musik hören würde. Das liegt vor allem daran, weil mittlere und hohe Frequenzen zum Beispiel von der Wand sehr stark abgeschwächt werden, während die tiefen Frequenzen noch gut hörbar sind. Verstärken wir die Mitten und schwächen die Tiefen und Höhen ab, dann hören wir sehr stark die Stimme heraus. Wenn wir die Höhen verstärken und Mitten und Tiefen abschwächen, dann hört es sich an wie ein Handy-Lautsprecher. Das liegt vor allem daran, da kleine Lautsprecher weder Mitten noch Tiefen gut wiedergeben können. Ich hoffe, ihr habt es verstanden und könnt jetzt mit dem Equalizer ein bisschen rumspielen. Und falls euch dieses Video gefallen hat, abonnieren und liken. Vielen Dank. Tschüss.